Hallo? Ist das nicht ein Audiolog? Ja, ein Videolog sogar. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Aha, hier wird zuerst zum allerersten Mal in diesem Spiel der Marker erwähnt, glaube ich, oder? Der Marker. Dieser große Stein, der auf dem Planeten gefunden wurde. Da ist er sogar, guckt euch das an. Join us in Paradise. Das ist nämlich hier dieses Zeichen, das ist nämlich der Marker da, das Symbol für den Marker von Unitology, so einer kleinen Sekte, einer kleinen, sehr großen Sekte, glaube ich, hier in diesem Spiel. Wir klopfen da die ganze Zeit. Ja, aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Was heißt zu viel verraten? Wahrscheinlich kennt ihr das Spiel sowieso und guckt es euch nur an, weil ich mich so viel verhalte. So, wo war ich noch nicht? Oben, ne? Da bin ich jetzt schon... Nee, Moment, war ich da auch schon drin? Da war ich, glaube ich, noch... Muss ich hier rein? Da muss ich sogar rein. Aber dann gehe ich erst nach oben. Da war noch ein Raum, den ich noch nicht kenne. Aber vermutlich, ich bin doof, fahre ich nochmal runter. Ach, aufzufahren ist toll. Hüpf. Ach, guck mal, ich kann auch nicht eher runtergehen, bis ich nicht... unten bin. Was ist das denn? Was? Was ist das? Was soll das sein? Doch nicht schon diese Viecher, oder? Das kann ja gar nicht. Oder? Bah, ich will es gar nicht wissen. Oh, ein Speicherpunkt. Das ist sehr schön. Ich mache trotzdem erst die Scharenka auf. Credits. Plasma-Energie. Medipack. Yay. Sonst nichts hier. Kein Audiolog, kein Videolog. Nix. Schade. Gut, dann speichere ich hier. Was steht da? If Lydia, if I don't... If I don't make it back, take care of the kids for... I love you, irgendwas. Und darunter dann noch in der Alien-Schrift, die ich dann eventuell übersetzen werde. No God. Nee, no God, no fear. No God, no fear, das kennen wir schon. Was steht da? The... Was? See and take. Simple keep, bla. Ich kann es nicht lesen. Run and hide, glaube ich, steht da als letzte. Don't stay here. It's not safe, bla. Egal, ich speichere. Ja, ich speichern. Flup, ich trinke auch ausnahmsweise mal nichts, weil mein Glas leer ist. Ich habe keine Lust nachzuschenken. Boah, ich könnte mir gleich so einen Kaffee mit einem Schuss Amaretto machen oder so. Was, da muss ich lang? Ich will aber nicht raus. Ist das hier wirklich schon der Weg? Moment. Ah, okay, dann muss ich doch nochmal zurück. Ich möchte in dieses eine Zimmer da. Gehe ich nochmal zurück? Moment, wie rennt man nochmal? Ah. Was stöhnt er denn so dabei? Ein bisschen Rennen tut dem Kleinen mal ganz gut hier. Wie verschlossen? Sollnert, Quarantäne ist aufgehoben. Doofes Ding. Doofes Ding, doofes. Nicht hier nochmal? Was steht da?
Wash the vents? Wasch die Wände? Keine Ahnung. Oh, Moment. So, wieder runter. Ja. Dann geht's hier weiter. Okay, da hat einer gegengehauen. Da ist irgendwas. Biological Prosthetic Center. We keep you working. Welcome to the US Ishima. Attention, in case of emergency, proceed to hospital wing of medical deck. The BPC is for stable injuries only. Keine Ahnung. Okay. Will ich wissen, was da... Hilfe! Um Gottes Willen! So helfen Sie mir doch! Hilfe! Was ist das denn? Ja, sorry, Alter. Ich kann gerade nichts machen. Was bist du denn für ein Peitschenonkel, hä? Bis hin. Shit, weg ist er. Da muss ich jetzt nicht wirklich rein, oder? Möchte ich eigentlich nicht so gerne. Vielleicht mache ich hier auch immer einen kleinen... was sind das Babys da in den... Was für ein perverser Scheiß. Ja, war klar, dass ich da jetzt rein muss. So, du kleiner Scheißer, komm raus. Lecker. So, wie? Mich nimmst du nicht, oder was? Hattest du was Nützliches dabei? Irgendwas habe ich eingesagt. Hau ab! Sind das mutierte Babys oder was? Das ist ja widerlich. Okay, wenn man die so kaputt machen kann, dann von mir aus. Die sind aber sehr groß für Babys. Oder sieht das nur wegen der Flüssigkeit so aus? Hört ihr diese Babys im Hintergrund schreien? Wie? Moment. Verdammt. Ja gut, lass ich liegen. Geht ja wohl nicht anders. Noch mehr Plasma-Energie. Moment, ich versuche mal was. Ne, geht nicht. Tja. Geht nischt. Was ist das? Lastenaufzug. Na klar. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Ich sehe nichts. Da. Ich eile, ich fliege. Nein, jetzt habe ich mich echt erschrocken. So, alle abgetrennt. Was hast du dich ja auch hier frecherweise im Kühlschrank versteckt, ne? Geht ja gar nicht. Gibt's hier was Nützliches? Nee, danke, verzichte. Nee. Wo muss ich überhaupt hin? Ach, da lang. Okay. Gab's da noch eine Tür? Nee, da war nur der Aufzug. Ne? Ja. Gucken, ob ich nachgeladen hab. Was ist hier, ne? Ja, das kennen wir schon. Zum Hauptlabor. Guten Tag. Ich bin nur Kassenpatient.
Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Schockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Ja, ja. Auf zu weinen, ehrlich. Was soll ich denn hier sagen? Nächstes Mal drücke ich dir den Plasma-Cutter in der Hand und du kannst hier... Ah, hier bin ich. Ja, verstehe. Müsste einmal... Wie, jetzt geht nochmal hier der Dingensbums-Kirchenalarm los. Ich glaube, ich werde jetzt beim nächsten Speicherpunkt trotzdem mal eine Pause machen. Eine Pipi-Pause. Wer so viel trinkt, muss es auch irgendwann wieder wegtragen, ne? Was? Ja, ist klar. Hau ab. Ich höre die und erschrecke mich trotzdem, wenn ich um die Ecke komme. Danke. Hab ich schon nachgeladen? Boah, ich hab ein Gedächtnis. Schrecklich. La 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 la. Da durch den Ventilator, den kommt bestimmt auch noch einer. Was? Hier ist der Safe Room, ne? Yay! Safe Room, hier liegt was. Plasma-Energie, kann ich nicht aufheben. Wo ist denn hier? Hier war doch auch ein Shop oder so, ne? Den Schrank habe ich schon aufgemacht. Da. Shisha-Shop. So, mal gucken. Da werde ich mal ein bisschen Plasma-Energie. Und Medipack ablegen. So. Das kann ich, glaube ich, drin lassen. Ja. Wobei, ich könnte auch mal einen benutzen, oder? Moment. Ja, ich könnte sogar einen benutzen. Kann ich den hier überhaupt benutzen? Nö. So. Der zurück. Shop. Tor Feuerrate. Impulsgewehr. Aber ich finde den Plasma-Cutter eigentlich ganz cool. Hochleistungsfräse. Slicer mit breitem Strahl. Ach, Strahlenkanone. Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuertem Minen. Militärische Sturm. Oh, ich weiß es gerade nicht. Leute, was soll ich nehmen? Strahlenkanone oder Impulsgewehr? Den Flammenwerfer nehme ich nicht, den mag ich nicht. Huch. Militärische Sturmgewehr mit höher Feuerrad. Breitem Strahl. Ich glaube, ich nehme den, oder? Ja, komm, ich nehme jetzt den. Hey! Ich glaube, den brauche ich noch nicht. So. Dann mal eben gucken. Rote Waffensymbole bedeuten, dass der Munitionsclip ihrer Waffe näher ist. Okay. Yeah, Baby! Oh, was habe ich gemacht? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Cooler Scheiß. Allein davon hätte das doch schon leer gehen müssen. Okay. Ach, Leute. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, richtig. Mein Gott. Mein Gedächtnis. Ich wollte doch mal eben spontan so ein Ding benutzen. So. Ah, die grau unterlichten, die kann ich also benutzen. Ich könnte auch so ein Ding sicherheitshalber mal mitnehmen, oder? Wie viel kosten die Dinger denn? Mal sehen. Die kosten zu viel. Schade. Gut, ich könnte auch Medi-Dinger da verkaufen. Aber das mache ich nicht.
Hier war doch auch irgendwo eine Werkbank, oder? Nee. Die fehlte hier. Mutter? Mutter, war hier Werkbank für krass? Nein, keine Werkbank. Schade. Machen wir hier rein? Machen wir hier rein, Spielspeicherung, hä? So, bist fertig. Oh, so, ich werde dann hier auch einen kleinen Cut machen. Beziehungsweise, Moment, ich versuche mal, ob ich das hier irgendwie schon anbringen kann. Nö. Gut, dann mache ich hier einen kleinen Cut. Und, wie lange nehme ich denn auf? Moment, ich check mal eben, wie lange ich aufnehme. 1 Stunde 18 Minuten. Ja, das sind ja ungefähr dann 5 Folgen. Mache ich gleich noch weiter? Ich überlege es mir mal, ob ich jetzt gleich noch weitermache. Oder ob ich 1 Stunde 18 Minuten schon als lange Dead Space Nacht bezeichnen kann. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt hier, wie gesagt, eine Pause. Und ich würde dann sagen, bis zur nächsten Folge von Let's Play Dead Space mit mir. Das wäre. Bis dann. Tschüss.